Diese Dreiräder sind in der nigerianischen Metropole Lagos immer häufiger zu sehen. Ihre Fahrer nennen sich Recycler und gehen von Tür zu Tür, um Plastik- und Aluminiummüll einzusammeln. Im Austausch erhalten die Haushalte Punkte, die sie in Geschenke umwandeln können. Die Idee zur Recycling-Initiative kam Bilikis Adebiyi, als sie in den USA studierte. Recycling ist unüblich. Es gibt kaum ein Bewusstsein dafür. Viele wissen nicht mal, was das ist. Deswegen haben wir uns für einen Anreiz entschieden, um ins Gespräch zu kommen. Die Leute sollen sich freuen, dass sie etwas für das Recycling bekommen. Im Großraum Lagos leben etwa 20 Millionen Menschen. Sie produzieren 10.000 Tonnen Müll jeden Tag. Leere Plastikbeutel, in denen billig Trinkwasser verkauft wird, werfen die Menschen oft einfach auf die Straße. Recyclers bringen diese zu Unternehmen wie BridgeCo Global. Dort werden die Plastikbeutel zu Plastikkugeln verarbeitet, die anschließend bei der Herstellung von Eimern und Behältern verwendet werden. Und die Anwohner von Lagos freuen sich über die neue Sauberkeit. Früher war es sehr dreckig und hat überall gestunken. Aber seit die Recycler kommen, ist alles sauber. Sie kommen regelmäßig mit ihrem Geschenk. Deswegen finde ich, sie sind gut. Innerhalb von 18 Monaten haben die 31 Recycler 200 Tonnen Müll aus mehr als 5000 Haushalten gesammelt. Wegen des großen Erfolgs sollen nun Dutzende weitere Mitarbeiter eingestellt werden. We'll be right back.